Okay, diese Linie ist schon mal klar. Uff. Soll ich es riskieren? Jetzt Ende machen? Ja. Der Unsinn 2, wenn die mich erwischt, ist alles aus. Ich riskiere es nicht. Aber unseren Aktenschrank gefunden. Ich suche jetzt die Unterlagen. Fertig. Okay, das war's für uns. Zurück zur Abholzone. Zeit, von dort zu verschwinden. Beeil dich, hier herrscht explosive Stimmung. Ja. X ist da oben. Nein, ich riskiere es jetzt echt nicht mehr. Gehe zum Abholpunkt. Und war's das. Wenn man hier das erste Mal hingeht jetzt, hat man hier noch den einen Typen zum Fangen. Und dann wird man erwischt. Ja, aber stimmt, bei Grimms Mission war es ja so, dass man immer zurück musste. Tausch immer mit Kobin. Haben wir es jetzt gleich geschafft? Ich kann es kaum glauben. Wie oft haben wir jetzt versagt? Ein oder zweimal oder dreimal? Ich glaube, so oft war es das nicht. Bereit für Abholung, Grim. Schaff mich heraus. Raus hier. Jo. Ein. Unterstand wurde aktualisiert. 163.323 Dollar. Jetzt haben wir wieder etwas auf dem Konto. Geht doch. Jetzt geht's weiter mit der Kampagne. Solo-Kampagne. Das ist nur Charlie. Das ist Briggs. Coop. Istanbul. Tödliche Küste. Milliardärsjacht. Die machen wir am Ende. Oh! Wir haben wohl mit einem Metaspiel weitergemacht. Wasser war zwar nur ein Stroph...
nur eine Strohfirma, aber ihre Geschäftsführer sind sehr interessant. Einer ist ein bekannter Geldgeber für Terrorgruppen namens Arne Sjoberg. Was? Sjoberg. Ihm gehören ca. 9 Häuser, aber wir könnten Glück haben, einen Gast auf seiner letzten Party. Ein Gast auf einer seiner letzten Partys hat ein Video hochgeladen, auf dem man im Hintergrund einer Montea-Band spielen steht. Gehen wir hier nochmal irgendwo hier rum. Montea ist, weiß ich gar nicht. Was ist das denn? Hä? Lol. Montea, weiß ich nicht, wo die ist. Tut mir leid. Iran, Spezialmission, Hauptquartier. Sie sagen also, dass unsere Geheimdienste... Moment. Wir haben doch das Datenpaket. 2 sogar. Wird wohl langsam Gewohnheit, jedes zweite nur... Oh. Verlassene Mühle. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Ausbildung, 2 Jahre Einsatz und dann die Jahre, in denen ich der Teufel war und du in meinem Auftrag vorgabst, ein guter Agent zu sein. Dinge, die ich dir hoch anrechne. Aber eins solltest du wissen. Mir ist egal, welche Vergangenheit wir teilen. Wenn du weiterhin meine Befehle ignorierst und auf einheimische Mitarbeiter zurückgreifst, die bei einer solchen Mission ihr Maul nicht halten können, würde ich dich entfernen. Nur weil wir Freunde sind, solltest du nicht glauben, du wärst unantastbar. Verstanden? Ah ja. Jetzt sind noch einmal Grenzregion. Lagebericht. Kasmik ist dabei und bringt seine Leute mit. Ich brauche keine Leute, ich brauche ihn. Sie sind gut, sie könnten bei der Operation Staub nützlich sein. Solange die russischen Behördenfunk nicht so gut fälschen können wie ihr Anführer, sind sie wertlos. Wann steht Kasbek bereit? Wir holen ihn morgen früh 5 Klicks südlich von Usmatan ab. Gut, setzt ihn sofort in eine Maschine nach Amerika. Keine Fehler. Es wird keine geben. Amerika und dieser irgendwas Berg, was er gerade gesagt hat. War doch gerade Bestandteil unserer unseres Metaspiel. Hat das einmal nochmal aus Langeweile hier. Hauptquartier vor Eglon. Egal jetzt, so. Heute gab es in Los Angeles den 2. Tag in Folge gewaltsame Ausschreitungen gegen Geschäfte von Amerikanern iranischer Herkunft. Je mehr sich die Beweise verdichten, dass der Iran hinter Blacklist steckt, desto mehr sehen sich die Bürger zur Selbstjustiz ermutigt. Sie brennen Geschäfte nieder, greifen Menschen an und verbrennen bei spontanen Demonstrationen iranische Flaggen. Auch in anderen Städten kam es zu anti-iranischen Demonstrationen, doch im Gegensatz zu denen in Los Angeles, blieben diese friedlich. Bis jetzt. Dringen das Hauptquartier der Quartz-Brigaden ein und beschaffe Daten bezüglich ihrer Beziehung zur Blacklist. Iran will niemanden ins Land lassen? Wen interessiert der Scheiß? Tritt dann einfach die Scheißtüren ein! Alles Lügen! Wieder versucht Amerika unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung! Scheiße, was haben wir gemacht? Wir haben Dokumente entdeckt.
Aber kein Beweis, dass Iran hinter Blacklist steckt. Die scheinen mir nicht gerade an Details interessiert zu sein. Völlig egal, ob die Dokumente echt waren. Die wollen Blut sehen und ihr Ziel heißt Iran. Wenn wir Caldwell keine Alternativen bieten, wird sie den Krieg erklären. Und wir haben keine? Nein. Wir haben das. Die alte US-Botschaft im Iran ist da jetzt nicht das Hauptquartier der Kurzbrigaden? Für eine Operation von Caldwell gewagt. Ist nicht ihre. Ist meine. Wie jetzt? Wir sagen ja einfach nicht, dass wir in den Iran gehen? Der Präsidentin der Vereinigten Staaten und das ist dein Plan? Gegen der Präsidentin? Sehr riskant, Grimm. Sogar für uns. Nur so können wir einen Krieg verhindern. Ja, oder beginnen. Muss ich mir überlegen. Natürlich, nehmen wir die Mission an. Wir fliegen nach Teheran. Die Operation sollte schnell durchgeführt werden. Unsere Regierung darf nichts davon mitbekommen. Ich glaube, mir wird schlecht. Das heißt, keine Toten. Haben wir eine Drohne, die uns nicht gleich auslöscht? Ich habe den Exploit gefixt, den sie benutzt haben, ein Sicherungsprogramm hinzugefügt und eine Selbstzerstörung eingebaut. Ein Jahr hätte mir bereits genügt, Charlie. Wo soll Briggs hingehen? Er ist raus. Du willst es allein machen? Wo gehe ich rein? Sag's mir. Nicht wo, sondern mit wem. Ich schicke die Daten aus Opset. Das ist eins der bestbewachten Gebäude des Planeten. Du kannst nicht... Da einzudringen ist nicht das Problem. Deren Server hängen nicht am Netz. Wir müssen die Daten von Hand kopieren? Ich schicke die Details an deine Workstation. Aber wir können nicht... Ständig jammern. Bewegung, Charlie. Tja, Briggs ist raus. Du musst Chaos in Kurz Hauptquartier stiften, damit du lebend rein und rauskommst. Mit EMP überraschst du den Gegner, der Trikopter ist ideal für Hinterhalte. Trikopter habe ich noch eigentlich gar nicht benutzt. Ferngesteuerte Aufklärungsdrohnen, die Gegner mit Schockpfeilen und Haftwirkung unschädlich macht. Ideal für Ghost-Stil. Zeigt einen winzigen elektromagnetischen Impuls. Der Lamm- und Elektronik-Code deaktiviert. Brand kann explosive Granaten, die einen Bereich mehrere Sekunden lang in Flammen hüllt. Sprengladung. Nach innen explodierende Türsprengladung, die jeden auf der anderen Seite tötet. Ja, für Assault. Der Waffe. Ja. Ist schallgedämpft? Na gut, das Magazin ist ziemlich klein. Die ist teurer, aber schwächer. Klassisches Scharfschützengewehr aus dem Ostblock. Ich bleib da mal. Laservisier. Einfach machen. Zack. So. Pistole. Nicht verfügbar. Ach so. Sprich mich hin, um Upgrade Charlies Werkstatt, um diesen Werfenprototypen freizuschalten. Schwarzmarkt. Ist ja überall eine Verschlechterung. Außer die. Aber die hat keinen Schalldämpfer. Nee, lassen wir mal lieber. Okay, ich kann den Trikopter ja mal mitnehmen.
Ich packe meinen Koffer mit. Nährungsminen. Splittergranaten. Trikopter. Anpassen. Offensivmaßnahmen. Stattet den Trikopter mit einer tödlichen Selbstzerstörungssprengladung aus. Fügt neben Offensivmaßnahmen einen automatischen Sonar-Scan-Impuls hinzu. So. Vollständiges Upgrade. Trikopter.